Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Spieletest. Heute wird Once Alive angezockt. Den Titel habe ich über Keymailer bekommen. Und hier was Besonderes, das hat ein Entwickler ganz alleine gemacht in 3 Jahren. Und naja, er hat dafür seinen Job aufgegeben. Und wir wollen mal gucken, ob das eine gute oder eine schlechte Entscheidung war. Die Tags lauten Mystery, atmosphärisch, komplexe Handlung und 3D. Das ist schon mal schön. Beschreibung bei Steam lautet: ein storygetriebenes First-Person-Abenteuerspiel mit einem kinoreifen Erlebnis. Machen Sie sich auf den Weg nach Horstville, einer verlassenen Siedlung in einer postapokalyptischen Welt. Erforschen Sie Ihre Umgebung und enthüllen Sie das Geheimnis, wie die letzten Überlebenden verschwanden. Okay, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr hochtrabend und ich bin gespannt, ob das wirklich so ein kinoreifes Erlebnis ist. Wir müssen mal reingucken. Release war oder ist am 18. November 2024. Ich habe es in der Pre-Release-Version, von daher mal gucken, ob da jetzt noch krasse Bugs sind und Fehler. Mal gucken. Und der Preis soll dann bei 11,79 Euro liegen. Das ist auf jeden Fall sehr weit unten, würde ich mal behaupten, für so ein Ding, wofür ich meinen Job aufgebe und. Aber gucken wir mal. Reviews gibt es noch keine, ist halt ganz frisch. Also dann, ich würde sagen, wir gucken rein und dann sehen wir uns nach dem Intro. Ja, willkommen zurück. Wir sind hier im Hauptmenü. Und ich würde sagen, wir fangen mal an. Okay. Das soll ein bisschen dauern, von daher lese ich mal vor, was da steht. Hallo, ich bin der alleinige Entwickler hinter Once Alive. Das ist mein allererstes Projekt, das 3 Jahre in Anspruch genommen hat, um es fertigzustellen. Als ich anfing, wusste ich nichts über Spieleentwicklung, aber meine Begeisterung für diese Geschichte hat mich dazu angespornt, alles hinter mir zu lassen und einen neuen, spannenden Lebensweg einzuschlagen. Wenn dieses Spiel jetzt in deinen Händen liegt, bedeutet das, dass meine Träume wahr geworden sind. Danke, dass du dabei warst. Ich hoffe, du hast Spaß an diesem Abenteuer. Cem. Okay. Ich fühle eine große Verpflichtung, nett zu sein dann am Ende. Und nicht zu sagen, das ist ja abscheulich. Aber wir gucken einfach mal und ich gebe meine ehrliche Einschätzung. Aber sowas finde ich natürlich immer krass. We are living in a world of indistinctness. 16 years ago, an incident happened and it changed the world's fate. The most contagious and incurable virus put the world in a brink of destruction. The chaos took only weeks. At first, most of the people started panicking. They looted all of the stores and they died trying to leave the cities. Science couldn't catch up with this pandemic destruction. Comms went down in a short period of time. Even if some survived, they were unaware of the world's fate. The virus didn't only take people's lives, but also made the animals more aggressive. It's like rabies, but a more enhanced version of it. This is the way I explain all of this. I am not a scientist after all. Hereby, world became crueler. I didn't believe there were any survivors out there for a long time. After all these unanswered distress calls that I made, those messages that I dropped in these cities, I thought my brother and I were the only survivors in the whole world. I couldn't be more wrong. Ja, ist die Frage, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Join those who survived. Follow the tracks. Okay. Kann ich jetzt wieder reden? Da kommt doch noch was. Wir warten nochmal. Da will ich aber nicht rein.
Okay. Das sind also wir. Wo ist mein Bruder jetzt? Okay, keine Ahnung, wo er hin ist. Okay, danke, Brüderchen. Ja, was ich vorhin sagen wollte, bringe ich mal eben kurz zu Ende. Ich finde es ja immer krass, wenn Leute dann wirklich ihr Leben einfach komplett ändern, weil sie zum Beispiel so einem Traum hier hinterherjagen. Das finde ich krass. Und respektiere ich natürlich total. Könnte ich niemals, glaube ich. Oder ich bin einfach so zufrieden mit dem, was ich habe. Das kann natürlich auch sein. Dass ich einfach nicht denke, oh, mir fehlt da was. Das muss ich irgendwie noch machen, muss ich schaffen. Nochmal Respekt und ich bin gespannt. Also der erste Eindruck ist schon mal positiv, muss ich sagen. Es sieht allein schon ganz schick aus. Also klar, Texturen und sowas. Da sowas, was irgendwie noch nicht geladen ist und so. Wahrscheinlich ist die Optimisierung. Es ist halt noch nicht optimiert, das Spiel. Und könnte da auch noch was vertragen, aber... Tja, ist aber nicht. Dementsprechend, das muss man vielleicht so ein bisschen nachsehen. Aber ansonsten finde ich, der erste Eindruck ist schick. Oder gut gemacht. Auch hier kleine Ruckler drin und sowas. Ich habe jetzt nicht mehr den übelsten High-End-PC, aber eigentlich reicht der noch vollkommen. Okay. Let's hope this place actually exists. Ja, freu dich nicht zu früh, mein Freund. Aber nochmal, wo ist mein Bruder hin? Oder habe ich den nur im Kopf? Ist ja ein Mystery-Spiel, ne? Könnte sein. Okay, da geht's wahrscheinlich nicht weiter runter. Also doch, da geht's weiter runter, so rum. Da geht's nicht weiter. Also müssen wir vermutlich gleich links rum. Ah, da hinten ist... Auf jeden Fall sind da Gebäude. I remember the times when trains stopped running. Wer? Da will ich nicht runter. Oh, guckt mal. Da ist... Kann man da hin? Könnte man hin. Okay, dann gucken wir uns erstmal das an und danach müssen wir da wahrscheinlich sogar lang. Ah, vielleicht finden wir hier noch was. Hier hat sich scheinbar jemand gemütlich gemacht mal. Oh. Nichts übergelassen. Brennerei. Da sollen wir nicht lang? Hier kommt lang. Oh Gott. Oh. Oh, das muss ich drücken. Uiuiuiui. Also wer sonst, aber... Hi! Alles klar. Quicktime-Events und ich, falls ihr den Kanal ein bisschen länger verfolgt, wir sind ungefähr nicht so, sondern so. Lohnt es sich überhaupt, jemanden zu retten? Actually written by someone. Ja. Okay. So. Können wir hier noch was durchsuchen oder so? Blood dried out, but still somewhat there. That's an old incident, but not that old. I gotta be careful. Hmm. Something attacked the tents from above. Something that can fly. Okay. Ist sehr beruhigend. Mehr ist hier, glaube ich, nicht, oder? Sieht nicht so aus. Dann sollten wir hier verschwinden. Alter. Nicht schlecht. Okay.
Nur da drüber. Weiß nicht, ob ich mir hier alle Beine brechen kann und so. Alle. Alle beiden. Deswegen machen wir das mal so. Ja, gut. Hier haben wir schon mal quasi nichts gefunden. Finally, there is something ahead. Ja, super sicheres Geländer hier auf jeden Fall. Remember, Jim. If you see any animal coming for you, do not freeze like the last time you did. God, I've almost got myself killed. Don't think, just run. Das ist doch schon mal eine Anspielung auf das, was gleich kommt, oder? Seid ehrlich. Doch da mal hin. Ah, Erinnerung. I still can't believe there are survivors like us and they're just out there. It really is true. So when do we leave? Tonight? Yes, tonight. I should start packing. Let's just first think about it. This place is far from here. I believe it takes 5 or 6 days on foot. But it doesn't matter. Our dreams came true. Look, this is a one-way trip. We can't carry enough supplies for return. If this place doesn't exist... We can find some supplies on the road. We can't leave it to chance. You sound like you already gave up on this. Die Gesichter und die Mundbewegungen und so sind natürlich ein bisschen... There are any survivors left. Strange, aber ich finde die Synchronisierung auf jeden Fall ganz gut. All we need here to survive. We also tried so hard to build all this up. We can't give up on everything for the sake of a possibility. I don't even want to talk about those monsters out there. I would rather die on this. Daniel, you can't think straight. Wahrscheinlich ist Daniel inzwischen auch nicht mehr unter uns. Could be there. How can you call him dad after all what he has done? Drop with the bullshit. I can't believe what I'm hearing. Also, he must have died somehow already. Why do you think we've survived? Oh God, this again. The only reasonable explanation is we are alive because we are immune. If that's true, dad also may be immune and survived like us. Vielleicht nicht ganz In any case, this journey is a risk we can't afford for anyone. And look, we are not sure if this place exists. Maybe it's all a trap. Are you giving up hope on people so quickly? Menschen sind schlecht. Down before, with their selfishness and ignorance. So why not again? People saw what could happen to them when they acted selfishly and stupidly. But if Dad is out there, I won't let him down, no matter what. He died like all the other people, and he got what he deserved. Don't talk about him like that. Have you ever thought about how you would have acted if it was Mother instead of him? Stop involving Mother in such matters for nonsense comparison. You are crossing the line. You already made your mind. Why am I even wasting my breath? Oder ist jetzt alleine losgegangen? Und wir hoffen, ihn da zu finden. Ich bin Fuchs, ne? Und jetzt gehen wir doch hinterher. Natürlich. Okay. Also, wir suchen unseren Bruder. I made a mistake by letting you go alone. Now I'll find you, little brother. Gucken, ob der noch da ist. Dann. Still feels unreal, this place exists. Er sieht auch ein bisschen zu schön aus und das macht das ganz gruselig. Und das vielleicht auch. Gross. Run. Oh, okay.
Krähen sind schlecht. Krähen sind schlecht. Oh, aber wo muss ich hin? Need somewhere to hide. Nimm mir das. Nicht umgucken. Einfach rein da. Ah! Was ist passiert und warum sah das so komisch aus? Alles klar. Wahrscheinlich bin ich zu langsam gewesen. Versuchen wir es nochmal. Oh Gott. Oh no. Crows. Run! Boah, diesmal sind wir viel schneller. Komm schon. Ah, easy. Mach zu. With the help of the virus, crows have become the worst. Nearly impossible to shoot them. The best option is to run. Okay. Wir wurden abgewiesen, weil wir nicht jung sind. Jetzt müssen wir die Nacht hier verbringen und den ganzen Weg zurück auf uns nehmen. Cool. That's why I was being cautious. I wish you would understand, Daniel. Oh, I am not sure I understand what their age had to do with it. Ich auch nicht und will es auch gar nicht wissen eigentlich. Kann nichts Gutes sein. Und jetzt? Das kriegen die Krähen nicht mit, ja? Oh, toll. Ich dachte, ich kann das Spiel austricksen und hier jetzt rein. Buh! If only I had something to get me across. Ja, da! Guck! Jim. Guck doch! Ja! Das wäre so einfach. Oder wir nehmen so eine Latte da. Plank. Er hätte es auch einfacher haben können, aber naja, egal, lassen wir das. Boah. Können aber nicht springen, ne? Können wir das nochmal? Ah, Moment, wir holen uns noch eine und ballern die da noch drauf. Ich hoffe, das geht. Ich habe nämlich keine Lust, da runterzufallen. Der bricht sich bestimmt sofort alles. So. Immer noch eine. Bist ein starker Junge. Und nicht so. Where is everyone? Oh, das gibt mir so Resident Evil Vibes, ne, muss ich sagen. Damn. Okay, der letzte Eintrag stammt von gestern. Is from yesterday. So, er liest es auch vor, oder was? Nein. Montag. Bisher ist nichts Nennenswertes passiert. Dienstag. Scheint so, als würde das Virus die Tiere wirklich in den Wahnsinn treiben. Sie verlieren den Verstand. Ich habe heute gesehen, wie ein kleiner Hase ein Wildschwein angegriffen hat. Der Angriff dauerte ungefähr eine Sekunde. Ein entspanntes Abendessen für das Wildschwein. Ja. Mittwoch nichts, Donnerstag. Heute verhält sich alles ruhig. Ruhiger als sonst. Das Einzige, was man hört, sind die Geräusche der kranken Krähen im Wald. In letzter Zeit werden es immer mehr. Vermutlich finden sie in den Wäldern genügend Kadaver, da sie das Dorf weitestgehend in Ruhe lassen. Thanks for warning me about the crows now. Ja. Okay. Ja, mal gucken, was da erwartet. Sieht doch total idyllisch aus. Check fuel every time. Okay.
Essen. Also hier könnten wir uns ein bisschen aufhalten. Now that I'm sure somebody was around recently, if I run into someone, what am I going to say? Hello, you're the first human I've seen after 16 years. And sorry for breaking into your village. 16 Jahre? I was just searching for my brother. They better not shoot me at first sight. Bro, das ist aber schon lange. I remember watching horses running in the countryside as a child. Back then, animals were so harmless. We used them however we liked and exploited them to no end. Man, we never deserved them. Ja. Okay. Ich würde sagen, wir fangen vorne an. They are living in a dream. A community where they help each other and live in harmony. The place looks peaceful as well. Can't remember what sitting with a group of friends by the fire and having a laugh felt like. Without a worry in the world. Ja. Ich finde das halt nicht so. Ich finde, ja, doch, das sieht friedlich aus, aber so gefährlich. So eine trügerische Sicherheit irgendwie. Und dass hier alles offen steht, ist auch irgendwie sehr strange. Wow. Oh, oh my god. I can't thank you enough for letting me in. Was ist das jetzt? Not at all. Please come this way. Do you mind if I ask your name? I can't believe I'm talking with a real person. Adams. Henry Adams. I can assure you, we are real and we do exist, Mr. Adams. It looks like it's been a long journey. You must be starving. Yes, yes. Good. We have a delicious menu for today. But before that, we need you to take a look at this. Here's what we can give you and what we demand in return. We like to keep things organized here, so we sign contracts with anyone looking to join our community. Please, take some time before making your decision. Yes, I agree. Are you aware of what this line means? Yes. Was denn? And you're still fine with it? Yes. Good, Mr. Adams. Then I'm very glad to welcome you to our village, Haustville. Please, make yourself at home. Die essen doch Menschen. Ich sehe es doch jetzt schon. Deswegen wollen die auch nur Junge, damit das junges Fleisch ist. Betten? Zart. Zartes Fleisch. Okay, Barbecue haben sie auf jeden Fall gemacht. Wird ein bisschen dunkel hier jetzt gerade. Nummer 2. Habe ich keine Taschenlampe oder so? Musik kann ich nicht anmachen. Hier kann ich auch nichts. Oh, Rules. Alles klar. Join the hearings on Fridays. Alles klar. Don't leave the village boundaries. Achso, kann ich auch so. Also, freitags ist an den Anhörungen teilzunehmen. Das Dorfgebiet darf nicht verlassen werden. Dem Tag der Erlösung ist mit Mut entgegenzutreten, wenn es soweit ist. Über das Alter der Ärztin wird nicht gesprochen. Okay. Wahrscheinlich ist sie älter als der Rest. Welcome to Calendar. Oh Gott. There is only 1 month left until our Salvation Day. It's such a joy. We are so close. Tonight, I'll go to sleep knowing that my body will finally reunite with the Earth to become useful once again. I am at peace. Father Monroe tells me that you're making a great sacrifice bringing your Salvation Day forward by 2 years in order to not leave me alone. He says that God will reward us for such a great sacrifice. I can feel it, my dear. The second spring awaits us. Okay, wenn ihr das sagt. Gott, was bin ich hier
auf der Spur. Ah gut, mehr gibt's hier nicht. Ich sag ja. Das ist nichts Gutes hier. So ein Kult. Bisschen mehr Licht täte dem Ganzen gut. Is anybody home? Ja, bestimmt. Sind alle tot. Wobei, noch frisches Brot, das war nicht gammelig. Oh. Strange. It looks like they have everything they need, but no electricity. Gott. Okay, das ist unser erster Tag in diesem Dorf. Bisher sind wir hier noch die Neuankömmlinge. Nach all den Jahren hätten wir nicht gedacht, das doch nochmal auf Menschen zu treffen. Aber hier gibt es doch eine kleine Gemeinde. Wir waren so aufgeregt, als wir die Dorfbewohner zum ersten Mal trafen. Allerdings mussten wir auch einen seltsamen Vertrag unterzeichnen. Sie verlangen ein großes Opfer dafür, dass man von den Annehmlichkeiten hier profitieren kann. Aber wir werden tun, was getan werden muss. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann wir das letzte Mal Fleisch gegessen haben. War das vor 16 Jahren? Es ist wirklich ein Segen, diesen Geschmack wiedererleben zu können. Jetzt, wo wir wieder Fleisch essen können, wird es Alice sicher bald besser gehen. Ich bin seit Jahren nicht so energiegeladen aufgewacht. Endlich muss ich nicht mehr die ganze Zeit, ganze Nacht ein Auge offen halten. Mein Gott. Die abgedrehten Tiere hinter der Mauer können uns nichts mehr anhaben. Alice hat letzte Nacht wie ein Stein geschlafen. Endlich hat meine geliebte Alice den Frieden gefunden, den sie sich so gewünscht hat. Heute wurde uns einfache Arbeit aufgetragen. Tätigkeiten, die jeder erledigen kann. Ich merkte, wie wir es vermisst haben, einfach in Ruhe und sicher zu arbeiten. Man muss sich nicht verstecken oder plötzlich fliehen. Lange haben wir davon geträumt, aber das heißt auch, dass wir wieder einen Tagesablauf haben, wie vor der Pandemie. Daran müssen wir uns erstmal gewöhnen. Ich hatte keine Zeit zu schreiben. Die letzten 3 Tage waren unglaublich anstrengend. Wie es scheint, wird es nicht leicht, hier zu arbeiten. Aber es ist trotzdem besser, als da draußen um unser Überleben zu kämpfen. Sieht so aus, als müssten wir uns das, was sie uns bieten können, verdienen. Ja. Okay. They can eat meat? How did they find an animal that was not infected? No way this is possible, or are they eating infected meat? Nothing makes sense. Nee, ich glaube nicht. Hör's noch an. A burning grill. What were they cooking here? Plants. Nah, this must be a joke. Okay. Der ist noch an? Dann sind die doch bestimmt in der Kapelle da oben oder was das da ist. Im Anwesen. So. Was haben wir hier denn? Feines. Oh, Basketball. Oh nein. Oh. Hat auch mit rechter Maus. Oh, komm schon. Sehr cool. Nummer 3. Was haben wir hier? Es ist soweit. Triff uns bei Tagesanbruch Raymond. Dem Feld. I hate this name. Wow. Nur mit der Ruhe. Oh. Na gut, trotzdem. Chill mal. Oh, Mann! Lucas, check the oven. See if the bread is cooked. Ouch! Warum sind die so klein? What happened, Lucas? Are you okay? Ach so. Oh, das sind Kinder. Just burned my hand a bit. Oh, poor boy. I'm tired, Tom. Can I sit and play now? A little more work, Lucas. Kids, that's enough. You don't need to worry about me. No, Ma. It's time for you to rest. Oh, my sweet boys taking care of their mama. I don't want to leave you.
Lord, show me the way. Okay. Auch ihr Salvation Day, oder was? Oder? Oh mein Gott. Save me! Having fun, Lucas. Die! Would you come to the kitchen and help me cook while Mom sleeps? Why do we need to cook, Tom? I don't know how to cook. I told you. Mom doesn't have much time left. She's almost 57. We need to help her out to make her happy, remember? Is Mom sad now? I guess she is. The only thing we can do is help her to make her feel better. I'll come to the kitchen, Tom. Thanks, Lucas. Alles klar. What the what? Also, die Kinder und alle anderen gucken zu, wie Mama sich verabschiedet. Ja, cool. Tolle Gemeinschaft. Wahrscheinlich haben die so ein Höchstalter einfach. Und dann müssen sie... Cool. Ich freue mich auf das, was kommt. Total. Das wird klasse. Gartenzwerge auch immer gruselig. Aber hier ist nichts. Wir können ja hier nochmal gucken. Kann man von da noch rein? Nee, okay. Ja, dann gehen wir in das Haus. Ich dachte, das wäre ein Gesicht. Wollte schon sagen, wir malten so creepy Sachen. Oh Gott. Es ist so dunkel. Es ist soweit. Triff uns bei Tagesanbruch auf dem Feld. Okay, was plant Raymond? Wahrscheinlich wollte Raymond noch nicht sterben. Was ist hier oben? Oh, Blake. Honey, why are you crying? Linda. Our sweet baby. Do you think she's ever going to be happy living here? Bestimmt. I know that she's going to be happy as long as we're together. That's all that matters. We have 19 years left, Blake. Barely. What will happen to her after our Salvation Day? I don't want to raise her here. She will be old enough to take care of herself. And we need to make our sacrifice when the day comes, so she can live a comfortable life here. Look, even if we hadn't signed any contract... We can't leave this place. It's dangerous out there, Linda. So, we don't have any choice, and you know it. She's never gonna be free, you know. I would rather see her alive. Yeah, das war ein bisschen komisch synchronisiert, aber... Oh Mann. Wir wissen Bescheid. Das ist, genau wie ich gedacht habe. Trügerische Sicherheit hier, dieser Ort. Ah, und jetzt müssen wir da hoch, ne? Warum ist Licht an? Okay. Daniel would always say, you should go out exploring more. There might still be something left to surprise you. Huh? He was right, I guess. Was mir jetzt gerade auffällt, ich finde die Umgebungsgeräusche und sowas ein bisschen leiser alles, ne? Okay, aber so richtig sieht man da auch nichts. Zurück. Spiel wird sonst wahrscheinlich viel zu laut. Was ist das denn für ein Bau? Einfach so langgezogen. Ich dachte, das geht nach hinten raus auch noch ein bisschen. Das sieht ja super strange aus.
Okay. Cool. Ja. Mein Opfer wird nicht vergessen. 57, 57, 57, 49. Most of them died at the age of 57. Why? Tja. 38, oh. 55. Ach stimmt, weil er hat sich ja auch 2 Jahre vorher schon. Alles klar. Susan Clay. Oh. Ah, Susan hat nicht mitgespielt. Alles klar. Da gab's wohl Stress dann. Ach, da unten sind noch mehr Häuser. Okay. Aber ich glaube, wir sollen erstmal hier rein. Oder auch nicht. Oder doch? Hallo? Oh. As you can hear, my dear communion, sacred words of God align perfectly with what science has discovered. This is why we will proudly make our sacrifice when the salvation day comes. To not be a burden to our friends and family, and to prove our diligence one last time. That is all for today. God bless your sacrifices. Father, if I may, you told us you were going to postpone the Salvation Day for our village doctor for only a short period of time. She's turning 59 today. Her salvation has been postponed for 2 years. Forgive me, Father, but we disagree with your decision. This doesn't seem fair. I have been hearing about these gossips lately. My dear children, do not sow the seeds of envy. For you all know that the system we have built cannot be sustained without Dr. Celine. Which means her work is paramount to our survival. Also, this kind of thinking hurts our doctor. And for a brighter future, we need her to continue her good work. Uh-huh. Now on. There will be a fourth rule on your posters. Make sure you add this when you return home. No talking about the doctor's age. Abide by these rules. You all know what happens to those who violate them. Feel free to go about your day if you do not have any more questions. Please, take care, my dear family. Ja, super. Da werden die Regeln mal eben angepasst. Ist klar. Ah, okay, und da ist so ein großer See und so. Das ist echt ein super Spot eigentlich, ne? Just vanish in one day? Wobei, theoretisch kann man ja von da einfach rüber. Aber egal. Sieht trotzdem ganz nett aus. So, was haben wir hier drin? Oh Gott. Dein Leben soll der Gemeinde nicht zur Last fallen. Diese Worte aus der Heiligen Schrift schwirren mir immer wieder im Kopf herum und ich kann nicht anders als das Gefühl zu haben, dass ich genau dies bin, eine Last. Ich bin unfruchtbar und werde nie Kinder zur Welt bringen können, die einen Beitrag zur Gemeinde leisten können. Außerdem habe ich das Gefühl, dass ich viel mehr verbrauche, als ich geben kann. Ich gebe mein Bestes, arbeite hart, engagiere mich ehrenamtlich und habe trotzdem das Gefühl, dass ich nicht gut genug bin. Die anderen leisten viel mehr als ich. Nach tagelanger Selbstreflexion habe ich beschlossen, dass ich nicht auf meinen Tag der Erlösung warten darf. Ich werde mein Leben für das Wohlergehen aller anderen opfern. Ich werde weder gierig noch verschwenderisch sein. Ich werde weder. Morgen nach der wöchentlichen Predigt im Heiligtum mit dem Messer, das mir mein Vater zu meinem 18. Geburtstag geschenkt hat. Mein Blut soll in das gesegnete Wasser fließen, das durch unser göttliches Heiligtum strömt. Das gesegnete Wasser, das unserem Dorf das Leben geschenkt hat, soll mir meinen zweiten Frühling bringen. Und unser göttliches Heiligtum, in dem wir diese heilige Schrift, den Grund für unser Überleben, entdeckt haben, soll alle an meine Hingabe erinnern. Die unermüdliche Mühle, die sich seit Urzeiten dreht, wird sich immer weiter drehen und meine Opfer widerhallen lassen.
Ich hoffe, dass ihr alle erkennen könnt, dass dies sowohl für mich als auch für euch, meine liebe Gemeinde, der richtige Weg ist. Ich habe das Gefühl, dass es für mich der einzig wahre Schritt ist, im zweiten Frühling wiedergeboren zu werden, in der Umarmung meines Schöpfers. Auf Wiedersehen, Esme. Mhm. Wiederhole die Regeln. Okay. Kann ich hier hoch? Nein. Okay. Muss ich hier wieder irgendwie was tun? No power. Stelle die Stromversorgung wieder her. Ja, witzig. Darf ich da jetzt erst hin? The substation. Ja. Better check the power. How do I pass this fence? Mit einem beherzten Sprung hierüber? Oder darüber? Das ist, glaube ich, der schlechteste Zaun ever, oder? Alter, wie... Wow, jetzt kann ich... daran. Hä? Achso. Aufschließen. Zack. Reicht das hier? Nein, ich muss da rein. Huh. It looks like they've got everything set up for electricity. But why is it not working? Eine Sicherung wahrscheinlich. It seems someone cut the power on purpose. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Try to repair the cable with something. Ja, mit something. Dann such mal dieses something. Ah, Tape, yes. Natürlich. Tape ist super. Do you know? It's getting dark, so this should be helpful. Ja, sehr gut. Aber ein schöner Zeitpunkt, um Schluss zu machen, würde ich mal sagen. Wir gehen ins Fazit. Ja, das war doch ein netter Cliffhanger, würde ich mal sagen. Das heißt, wenn ihr das Spiel selber noch spielen wollt, habt ihr nicht zu viel erfahren, wisst, in welche Richtung es geht. Ich würde mal sagen, das war perfekt. Fangen wir mit meiner Liste an, grafisch. Ja, habe ich schon gesagt, das geht besser. Und da gibt es viele Sachen, die irgendwie noch nicht fertig erscheinen. Und es könnte noch ein bisschen lebhafter gestaltet sein, in den Häusern zumindest. Der Rest soll ja so tot wirken, sage ich mal, so leblos. Aber einfach, dass das ein bisschen bewohnter aussieht noch oder ehemals bewohnt, wie auch immer. Grundsätzlich muss ich aber sagen, die Grafik finde ich passend, sehr stimmungsvoll. Das ist atmosphärisch, ist ja ein Tag und ich denke, der passt sehr gut. Dementsprechend Grafik auf jeden Fall super. Technik, es spielt sich ein bisschen merkwürdig. Ist natürlich wieder mal Gameplay mit drin, aber irgendwie, man merkt, dass das halt jetzt vielleicht das erste richtige Spiel ist, davor nur so hobbymäßig oder sowas, keine Ahnung. Ich denke, so richtig erfahrene Entwickler hätten das noch ein bisschen, ja, einfacher, intuitiver oder sowas gestaltet, aber letzten Endes völlig ausreichend, auch in Ordnung. Gameplay, ich mag sowas, durch eine Geschichte geführt werden, die auch innovativ wirkt, also so eine Story, ja, ich habe gesagt, das ist, erinnert mich direkt schon so an Resident Evil und Co. und so ein paar Sachen wusste man sofort, aber ich finde, die ist interessant. Man möchte wissen, was hat das ausgelöst, was ist mit meinem Bruder, ist das vielleicht wirklich mein Vater da irgendwo, was ist das für ein Kult hier, also sehr, sehr cool, muss ich sagen, hat mich storytechnisch definitiv abgeholt, das Game an sich, ich hatte schon andere Spiele,
in meinen Tests, wo dann ein, zwei Leute dran gearbeitet haben oder sowas oder ein kleines Team. Die fand ich auf jeden Fall schlechter als das hier. Vielleicht sind die dann schwerer zu programmieren, weil da mehr passiert oder sowas. Und hier wird man quasi durch so eine Story geführt. Aber ich finde hier, der sollte unbedingt weitermachen. Tolles Spiel. Wenn ihr Bock habt, ihn zu unterstützen, dann kauft euch das Spiel. Aber wenn nicht, dann guckt einfach das Video. Und vielleicht mache ich daraus ein Let's Play. Ich weiß es noch nicht, wie es in den Zeitplan passt. Mich würde nämlich interessieren, wie es weitergeht. Und dementsprechend schreibt es gerne in die Kommentare, wenn es euch genauso geht, so ein kleines Indie-Spiel mal durchzuzocken. Ja, danke auf jeden Fall, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt sauber. Ciao. Bevor ich das sage, ich habe eine Wertung vergessen. Ich gebe dem Spiel eine 8 von 10. Jetzt aber, ciao.